It's my hobby. I do it in my holidays, and it's very nice to drive around Europe mm-hmm. with a motorbike, and to it's very interesting people, mm-hmm. and the countries are very nice. We drive through, and we are getting from Norway to Greece, and so on, and it's a very nice hobby. Today we went to the Moldau abbeys and look there, and then we went to where you made wie heißt schwarze Töpferei ceramics. Ceramics, yes, black ceramics. And, yes, and there we have a nice eat. We are about 50 motorbikes now here, and we will stay about 9 days in your country here. It's not the first time for us. We have been sometimes here. It's a very nice place. We like it and it's very fine here. Also wir sind ein Reiseveranstalter für geführte Motorradreisen durch ganz Europa. Durch jahrelange Erfahrung in ganz vielen Ländern, auch unter anderem in Rumänien, wählen wir natürlich die Routen nach den Bedingungen für Motorradfahrer. Also schöne Strecken, nicht zu große Strecken und natürlich auch die Tagesetappe nicht zu lang. Okay, dann würde ich über. Ich bin 77 Jahre alt. 77. Alles klar? 77. 77. Und mit Fahren ist kein Problem mehr? Noch Problem, ja. Fährt alleine. Allein. Ja, wir machen also jedes Jahr, meine Frau und ich, eine Motorradtour. Meistens mit Sebastian. Wir waren also schon in Griechenland, wir waren in Sardinien, wir waren in Norwegen. Wir waren auf Elba und fahren so im Jahr 10.000 Kilometer mit dieser BMW. Und da